Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Angespielt von Destroyer the U-Boat Hunter. Ja, heute werden wir ein weiteres Mal versuchen, das U-Boot zu jagen oder ein U-Boot zu jagen, welches unseren Verband hier angreifen wird. Und ich bin gespannt, ob wir es ein weiteres Mal schaffen werden, das U-Boot ja, zu vernichten. In der letzten Folge haben wir das ja wirklich geschafft. Es ist mir, ich muss wirklich sagen, auch nicht noch ein weiteres Mal gelungen in privaten Sessions. Ich bin gespannt, ob wir es jetzt nochmal hinkriegen. Gut, Leute, das wird so ablaufen wie auch beim letzten Mal. Ich werde jetzt vermutlich wieder sehr, sehr wenig reden. Vielleicht mal kurz erklären, was ich denn jetzt gerade mache. Ansonsten werde ich wieder sehr, sehr konzentriert hier arbeiten müssen. Und ja, mal gucken, ob das schaffen. Okay. Surface Radar has a new contact. Bearing 0, 5, 8. Range 4500 yards. Okay. 0, 5, 8. Und er hat gesagt. Machen wir schon Punkt. Und er hat gesagt. 4500 Yards. Das ist ungefähr Contact hier. Able now bears 0, 6, 0. Range 4700 Yards. Okay, 700 Yards. Das ist ungefähr da. Also fährt das U-Boot tatsächlich nach Osten. Dann legen wir jetzt erstmal den Kurs an 070. New course 0, 7, 0. 0, 7, 0. Aye, sir. Contact Able now bears 0, 6, 3. Range 4,600 yards. All engines ahead, 2/3. All engines ahead, 2/3. Aye, sir. Okay. Ungefähr hier. Das ist ja sehr interessant. Gucken wir mal, ob was. Start tracking contact. Contact Able. Ah, kann man noch nicht richtig sehen. 6, 6. Range 4300 yards. Target acquired. Okay, das ist ungefähr da. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Autoplot habe ich doch eben ausgeschaltet. Wieso ist denn das an? Deswegen kamen jetzt auch wieder die automatischen Plots. Die wollen wir nicht haben. Das habe ich jetzt nochmal ausgemacht. Wenn, dann möchte ich das ja auch alles selber machen. Und hier liegen zwei direkt übereinander. Das ist auch Quatsch. Contact Able. Now bears 0, 6, 8. Range 3900 yards. Okay, wir kommen auf jeden Fall näher. 070 passt mir auch noch, wobei wir können auch schon mal ein bisschen anpassen. 0, 7, 5. Course 0, 7, 5. Aye, sir. Stand by the fire. Target bearing 0, 6, 9. Range 3600. Noch sehen wir nichts. Start tracking contact. Target acquired. Contact able. Now bears 0, 7, 0. Range 3500 yards. Okay. Gut, er fährt jetzt diesen Kurs. Dann können wir weiter anpassen. Wir gehen auf 080. Contact able. Now bears 0, 7, 1. Range 3100 yards. New course 0, 8, 0. Course 0. Aye, sir. Ah, wir gehen mal wieder auf 75. 0, 7, 5. Course 0, 7, 5. Aye, sir. Ready depth charges. Shallow pattern. Contact able. Now bears 0, 7, 3. Range 2700 yards. Mhm. Okay, nein. Wir passen den nochmal an. 080. 0, 8, 0. Course 0, 8, 0. Aye, sir. Okay, gut. Ja, wir können eigentlich auch schon auf 085 gehen. Able, now bears 0, 7, 6. Range 2300 yards. New course 0, 8, 5. Course 0, 8, 5. Aye, sir. Das passt. Stand by the fire. Schauen wir nochmal. Ja, da sehen wir das U-Boot jetzt auch. Da haben wir es. Start tracking contact. Target acquired. Contact able. Now bears 0, 7, 9er. Range 1900 yards.
090. Wir passen den Kurs immer weiter an. Course 090. Aye, sir. Contact Able. Now bears 083. Range 1500 yards. Okay, wir sind jetzt auf 090. Noch passt mir das, wir warten aber auf die nächste Meldung. Und er war jetzt in 083, da passt mir das so auch nochmal an. Able, now bears 0, Niner 0, Range 1200 Yards. Alles klar, wir gehen auf 100. New course 100, course 100. Aye, sir. Der fährt ungefähr in 210. Lost contact, Able, last bearing. 0, Niner, 6, last range, 900 yards. New sonar contact. Okay, wir haben ihn im Sonar. 0, 9, 5, range, 800 yards. Strong propeller noise. Was sagt er? Wie weit? 800 yards. Ungefähr da. Gehen wir jetzt schon mal auf 110. New course, 110. Course, 110. Aye, sir. Contact Able. Now bears 103. Range 500 yards. Estimated depth medium. Contact making a sharp left turn. Ready depth charges. Medium pattern. Bearings drifting right. Nee, das war doch falsch, oder? Er sagte, 500 yards. Na verdammt, jetzt habe ich die Meldung, habe ich jetzt nicht gut hinbekommen. Warten wir auf die nächste. Contact Able. Now bears 117. Range 300 yards. Estimated depth medium. All engines ahead 1/3. All engines ahead 1/3. Was sagt er? 100 yards. Mhm. Wir warten mal noch ein bisschen. All engines ahead 2/3. All engines ahead 2/3. Aye, sir. Contact Able. Now bears 140. Range 200 yards. Wake on left cut. Ah, lass mich zeichnen. 200 yards. Contact making a sharp left turn. Contact Able. Now bears 175. Range 200 yards. Wake on left cut. 200 yards. Da. Mhm. Okay, wir drehen jetzt auch mal auf 210. New course 210. Course 210. Aye, sir. Contact Able. Now bears 211. Range 400 yards. Contact increasing depth. Increasing depths. Okay. Ready depth charges. Dann geht er auf Tiefe. So, jetzt müssten wir eigentlich gleich hinter ihm sein. Contact Able. Now bears 231. Range 400 yards. Estimated depth deep. Da ist er. New course 230. Course 230. Aye, sir. Contact Able. Now bears 243. Range 400 yards. Contact decreasing depth. Ready depth charges. Medium pattern. New course 245. Course 245. Aye, sir. 400 yards. Okay, das ist ungefähr hier. Contact Able. Now bears manchmal lässt er mich einfach nicht zeichnen. Das ist zum Mäusemelken. 255. New course 255. Course 255. Aye, sir. Ready depth charges. Deep pattern. Okay, ich mache jetzt hier mal alles weg, damit wir hier gleich nochmal ein schönes Bild haben. Kann ich hier die Linie, die kann ich nicht Contact wegmachen. Able. Now bears 268. Range 200 yards. Contact decreasing depth. So, 7, new course 270. Course 270.
0. Aye, sir. Ready depth charges, medium pattern. Contact, Able, now bears 290, range 100 yards. New course, 290. Course, 290. Aye, sir. Estimated depth, shallow. Ready depth charges, shallow pattern. All engines ahead, 1/3. All engines ahead, 1/3. Aye, sir. Okay, wir kriegen den, Leute. Wir kriegen den. Able, now bears 3-1-1. Range 30 yards. Bearings drifting left. New course. Fire 1-1-1. Aye, sir. Ready depth charges. Shallow pattern. Wir sind direkt über ihm, Leute. Wir sind direkt über ihm. Fire 2. Er fährt nach rechts. Also muss er ja weiter ausweichen. Der ist schon wieder auf Tiefe gegangen. Der ist jetzt in, im mittleren Bereich. Ah, ist das ärgerlich. Fire 2. Okay. Wir haben ihn zuletzt gehabt. 271. Fire 3. Da liegt er auch noch. Wir müssen hier nochmal anpassen. So, da suchst du mal. Combat Sonar, investigating arc 229 through 319. Sonar I, all engines ahead 1/3. All engines ahead 1/3. Aye, sir. Okay, jetzt geht's wieder los mit der Suche. Er ist eben. Wir hatten eben. Was hatten wir denn für einen Kurs? Das muss ich mal überlegen. Wir hatten eben, als wir das U-Boot direkt unter uns hatten, hatten wir irgendwas mit 3. Dann ist das U-Boot gedreht auf 271. Und dann war die letzte Meldung. 271. Er hat aber nochmal eine Rechtskurve gemacht. Also musste er eigentlich hier irgendwo sein. Sonar Combat. Investigate Arc 271 through 001. Combat Sonar. Investigating Arc 271 through 001. Sonar I. Okay, der wechselt unglaublich schnell die Tiefen, beziehungsweise versucht uns auf diese Weise zu verirren, beziehungsweise den Bomben auszuweichen, den Wasserbomben. Der war erst Shallow, dann war er Deep, dann war er Medium, dann war er wieder Shallow und dann war er wieder Medium. Okay. Ach, verdammt, das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Wir hatten so eine gute Position. Frage ist natürlich, er ist ja relativ schnell nach rechts ausgewichen, ob wir ihn trotzdem bekommen hätten, wenn wir die richtige Tiefe gehabt hätten. Ja, der fährt natürlich jetzt auf unseren Konvoi zu. Ich guck gerade mal, ob wir vielleicht irgendwo Ausfahrgeräte sehen. Aber die auszumachen ist natürlich, also grundsätzlich, unglaublich schwer.
Nee. Okay, wir werden jetzt nochmal auf Kurs 360 gehen. New course. 000. Course 0. Und hier ist der ganze Bereich jetzt abgesucht schon einmal. Zumindest fängt er jetzt hier oben wieder an. Sonar, Combat, Investigate Arc 226. Wir werden die ganze Suche mal erweitern müssen. Investigating Arc 226 through 046. Sonar I. Sonar, this is the captain. Perform active search 270-2090. Active search 270-090. Aye, sir. Na, ich glaube, der wird gleich, bevor wir ihn gefunden haben, wird er schon wieder einen unserer Frachter torpediert haben, wenn nicht sogar zwei. Das ist echt ärgerlich. Es lief so gut, aber ich meine, so ist das halt, ne? So kann das halt mal laufen. Oh, wir haben sogar ein Luftabwehrgeschütz. Wenn man vielleicht sogar irgendwann Flugzeugbedrohungen abwenden muss, das wäre natürlich auch cool. Na, wo bist du? Hier jedenfalls nicht. Bist du hier schon irgendwo? Dass du schon so nah am Konvoi bist? Mit 200 Yard, Leute. Wahnsinn. Okay, hoffentlich kriegen wir den jetzt. Das wäre natürlich richtig cool. Contact. Able. Now bears 300. Range 300 yards. Strong propeller noise. 300 yards. Okay. New course. 300. Course 300. Aye, sir. Dann fährt er. Contact. Ja. Now bears 288. Range 300 yards. Contact decreasing depth. New course 270. Course 270. Aye, sir. Okay, wir warten auf den nächsten. Contact. Able. Now bears 289. Range 300 yards. Bearing steady. Bearing steady. Okay. Ungefähr hier. Verdammt. New course 289. Course 289. Aye, sir. Contact. Able. Now bears 300. Range 300 yards. Strong propeller noise. New course 300. Course 300. Aye, sir. Contact making a sharp right turn. Weak propeller noise. Er macht einen scharfen. Und wir haben auch. Contact. Able. Now bears 315. Range 300 yards. Estimated depth deep. Ready depth charges. Ah, okay. Deep pattern. New course 315. Course
1-5, aye, sir. So, okay, jetzt habe ich mich hier so drauf konzentriert. Contact, able, now bears 3-2-3, range 300 yards, weak propeller noise. Also da, und 3-3. New course, 3-2-3, course 3-2-3, aye, sir. Contact. Able. Now bears 3-2-8. Range 300 yards. Contact decreasing depth. Ready depth charges. Medium pattern. Warum kann ich jetzt schon wieder nicht malen? Das ist... Da stimmt noch irgendwas nicht. Da müssen sie nochmal ran. Also wenn man hier nicht vernünftig zeichnen Contact. Kann, dann ist Able. Das echt doof. Now bears 3-2-1. Yards. Estimated depth deep. New course. 3-2-1. Course 3-2-1. Aye, sir. Bridge. Port lookout. Merchant ship. CBDR. Bearing. 2-2-0. Range closing quickly. I say again. CBDR. Ready depth charges. Deep pattern. Contact. Oh nein. Now bears. 2-9-9. Range. 200 yards. Wir sollten vielleicht mal mit der Fahrt angehen. All engines ahead. All engines ahead, 2/3. Aye, sir. Stand by the fire. Was? Das gibt's doch nicht. Okay, darauf, alles klar. Okay. Das kann also auch passieren. Also das würde ich im Spiel auch simuliert. Okay, das ist ja jetzt wirklich, okay, dann ist man echt so konzentriert auf die U-Boot-Jagd. Also, ich muss jetzt echt mal sagen, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass das tatsächlich passieren kann. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass man irgendwie, weiß ich nicht. Ja gut, ich meine, jetzt wo es passiert ist, macht es natürlich Sinn. Oh Mann. Ja gut, Leute. Ich sag mal, mit diesem doch realistischen Feature würde ich das Angespielt jetzt auch beenden. Denn, ja... Es ist so, man muss es tatsächlich so sagen, viel mehr hat die Demo jetzt auch nicht zu bieten. Und auch wenn das jetzt vielleicht ein nicht ganz zufriedenstellendes Ende ist, weil wir das U-Boot jetzt nicht nochmal gekriegt haben, so muss ich doch sagen, die Demo hat einfach nicht mehr zu bieten. Naja, also das ist jetzt immer und immer wieder dasselbe Level. Ich glaube, wir belassen es dabei. Ich würde jetzt zum Abschluss nochmal ein kleines Fazit dieser Demo von mir geben. Ja, wir gehen mal ins Hauptmenü, glaube ich. Da haben wir dann zumindest keine so laute Musik. Ja, kleines Fazit. Ich muss sagen, ich bin von Destroyer the U-Boot Hunter erstmal etwas zwiegespalten. Bevor ich das jetzt sage, ja, ich weiß, es handelt sich hier um eine Demo, Version 0,7647, wir sehen es da unten, also noch lange kein fertiges Spiel. Aber das Spiel soll im ersten Quartal 2022 erscheinen, oder war es das zweite Quartal? Ich glaube, das war das erste Quartal. Und ich muss sagen, es gibt noch diverse Schrauben, an denen die Entwickler schrauben müssen. Und zwar definitiv. Das ist zum Ersten, das Verhalten vom U-Boot ist gut. Man merkt, dass die KI nicht schlecht ist. Aber was die Beweglichkeit des U-Boots angeht, das finde ich dann doch ein bisschen zu schnell. Ihr habt in die Kommentare geschrieben, ich habe jetzt nicht mehr genau die Zahlen im Kopf, wie schnell ein U-Boot des Typ 7C ungefähr tauchen kann. Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, war das circa bei 30 Sekunden von an der Wasseroberfläche bis auf Periskoptiefe. In diesem Spiel schafft das U-Boot das in gefühlt 5 Sekunden innerhalb von aufgetaucht bis auf Periskoptiefe, und dann braucht das jeweils nochmal 2-3 Sekunden, bis es auf mittlerer oder tiefe Tiefe ist. Das ist zu schnell. Das ist viel zu schnell. Also, ich glaube schon, dass Destroyer the U-Boot Hunter so ein bisschen den Anspruch hat, schon ein realistisches Spielgeschehen zu bieten. Zumindest in sehr vielen Teilen. Und dann sollte man das U-Boot vielleicht auch
durchaus noch realistischer gestalten. Wie gesagt, es handelt sich um eine Demo, noch lange nicht fertig, und was die Entwickler noch alles vorhaben, kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was mir in der Demo aufgefallen ist, was überhaupt nicht stimmt. Dann, dass ein Zerstörer alleine einen Konvoi bewacht. Okay, auch nur in der Demo. Vielleicht ist es im fertigen Spiel anders. Lasst uns das dann nochmal anschauen, wenn das Spiel herausgekommen ist. Aber es wäre schön, zumindest ein bis zwei Verbündete bei dem Verband zu wissen. Vielleicht sogar mit der Option, dass man zwischen verschiedenen Schiffen irgendwie switchen kann. Das wäre irgendwie was, das wäre eigentlich wahrscheinlich ganz cool, dass man das U-Boot mit einem Zerstörer trackt und die Daten werden dann vielleicht an einen anderen Zerstörer durchgegeben und dieser andere Zerstörer kann dann anfangen zu wirken, weil das U-Boot, ich weiß nicht, gerade in seine Richtung unterwegs ist oder irgendwie sowas. Das wäre ein wünschenswertes Feature vielleicht. Mal schauen, was die Entwickler daraus machen. Ansonsten, ihr habt es auch in die Kommentare geschrieben. Ja, Destroyer the U-Boat Hunter ist ein Spiel, welches zu großen Teilen vermutlich nur die Freaks ansprechen wird, die sich mit Sona begeistern können, die gerne auf Tabellen gucken, die gerne irgendwelche Gerätschaften beim Arbeiten gucken und auch dieses Plotten. Das ist natürlich alles für ein sehr, sehr spezielles Publikum. Und ich glaube, dieses Publikum wird Destroyer the U-Boat Hunter schon ansprechen. Aber das fertige Produkt muss dann auch stimmen. Das kann ich nicht oft genug erwähnen. Beim jetzigen Zustand der Demo wird das nichts. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also das Spiel ist nicht schlecht. Das hat Potenzial. Die Entwickler müssen da nur am Ball bleiben. Und wie gesagt, an vielen Schrauben noch drehen. Das waren jetzt nur zwei, drei Sachen, die ich angesprochen habe. Es gibt auch noch diverse Bugs, wie das auf dem Plot einfach, dass man einfach mal nicht zeichnen kann. Das ist natürlich auch etwas, wo ich jetzt mal stark von ausgehe, dass das im fertigen Spiel nicht mehr da sein wird. Dass irgendwelche Falschmeldungen kommen. Also wenn einem eine Meldung mündlich durchgesagt wird, dass unten in der Box unten rechts einfach was ganz anderes drin steht und dann weiß man nicht genau, was man jetzt glauben soll. Das ist mir auch schon aufgefallen. Jetzt nicht während der Videos des Angespiels, aber doch schon während privater Spielsessions. Ja, Leute. Okay. Das schließt jetzt aber so langsam den Kreis, den ich schließen wollte. Viel mehr möchte ich auch jetzt gar nicht ansprechen, weil ich möchte das Spiel auch gar nicht schlecht reden. Ganz im Gegenteil, das Angespielt hat mir Spaß gemacht, aber das Spiel ist halt noch nicht ganz rund. Okay, gut Leute. Das war das Angespielt von Destroyer the U-Boat Hunter. Wenn ihr weitere Angespielt, Let's Plays, Livestreams, was auch immer sehen möchtet, und ja, das auch im Simulationsbereich oder im Bereich Strategiespiele, lasst gerne ein Like und im besten Fall auch ein Abo da. Und ich würde sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Sammy. Ciao.